ihre Chefinnensocken noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nicht wirklich ein Zeichen von der Technik bekommen, aber wir fangen an. Einen schönen guten Abend. Ihr alle, Betonung auf alle, die ihr hier seid, liebe Menschen und auch liebe Zuschauende im Stream, wo auch immer ihr seid, sie sind. Ich freue mich wirklich besonders, dass wir in der Reihe Treffen sich zwei heute diese beiden Damen zu Gast haben. Sie zuckt schon zusammen, die miteinander ins Gespräch kommen wollen. Unsere Reihe Treffen sich zwei bringt eben Mitglieder unserer Akademie aus unterschiedlichen Sektionen miteinander ins Gespräch, in die Begegnung. Und ich gebe es zu, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, als ich über diese Reihe nachdachte und mir überlegt habe, was die Schönheit einer solchen Reihe zum Beispiel auch bedeuten könnte, da habe ich tatsächlich auch an euch beide gedacht. Und dass es jetzt sogar so ist, dass ihr zusammen hier seid, finde ich nicht nur schön, sondern vor allem auch richtig spannend. Der Titel des heutigen Abends ist Die Schönheit des Reisens. Tina Übel, der Titel ist von dir. Das muss ich so eingestehen, ja. Wie kommt's? Weil es mich unglaublich stört, dass Reisen inzwischen eigentlich nur noch unter Negativaspekten ist. Hier ist das CO2, da ist die Corona-Geschichte, hier ist es zu gefährlich, da ist es zu gefährlich. Ich merke eben auch, besonders wenn ich aus Reisebüchern lese, hinterher gibt es Publikumfragen und dann werde ich 20 Mal gefragt, haben Sie keine Angst, haben Sie keine Angst? Und ich sage mal, natürlich habe ich Angst, aber das ist einer von 50 Punkten auf der Liste, das ist jetzt nicht das Hauptmovens. Und ich sehe auch tatsächlich, dass in Sachen Reisejournalismus es weggeht von Geschichten, wo man die Welt entdeckt, sondern ich werde dann immer gefragt, ja, was ist denn Ihre Story da? Und ich sage dann, weiß ich nicht, ich war ja noch nicht da, ich muss mir angucken, wie es da ist, was ich dann so als Selfie-Journalismus empfinde. Und ich finde, es wird eigentlich zu wenig darüber geredet. Klar hat Reisen auch einen Haufen Probleme, aber die unglaubliche Schönheit und Intensität zu reisen, sich völlig neuen Dingen auszusetzen, zu lernen, das fehlt mir in den Debatten. Also weil es wird alles begrenzt auf hier Krieg, da CO2 und kaum ist Corona vorbei, kommen die Affenpocken. Das ist irgendwie, das ist furchtbar deprimierend. Monika, du hast den Titel dir nicht gewählt, aber du warst einverstanden, dass der Abend so heißt. Was denkst du dir dabei oder was denkst du, wenn du Tina hörst? Ich beneide Tina eigentlich, weil ich reise gar nicht, ist mir aufgefallen, als ich über den Abend nachgedacht habe, weil ich lasse mich eigentlich weniger treiben in meiner Arbeit, sondern ich suche mir Themen in anderen Kulturen und da verpflanze ich mich dann hin. Also ich habe nicht so dieses, mich wirklich also auch risikohaft auszusetzen, dem Weg dahin, sondern mein Risiko besteht darin, dass ich dann verpflanzt zum Beispiel nach Taiwan oder nach Brasilien, dort in der anderen Kultur damit kämpfe, wie ich als deutsche Person mit meinem ganzen Gepäck die Kommunikation schaffe in dieser anderen Kultur und einen Film herstelle, also auch oft in Koproduktion dann mit diesen anderen Kulturen. Und dieses Reisen, also dieser Weg dahin, das hat mich so fasziniert auch. Ich habe dein wunderschönes Buch Übel unterwegs gelesen und habe mich hingegeben, dieser Fahrt im Zug, durch wahnsinnige Städte, durch die ich noch nie gekommen bin, durch dieses ständige, was passiert jetzt, der Zug fährt nicht, ich muss umbuchen, ich bin plötzlich gestrandet in einer Stadt, was mache ich jetzt, ich habe Reisebegleiter, ich unterhalte mich mit denen, dieses im Hier und Jetzt sein auf Reisen, das kenne ich eigentlich gar nicht. Ich kenne es vielleicht noch aus meiner Studentenzeit, wo man dann irgendwie mal nach Athen mit dem Zug fuhr, 2 Tage, 2 Nächte als Studentin, naja gut, das war halt so eine touristische Reise.
Aber dieses jetzige Reisen, auch so wie du damit umgehst und das verarbeitest, das finde ich grandios. Und das geht mir, habe ich gemerkt, komplett ab. Ich weiß gar nicht, ob wir da so unterschiedlich sind, weil ich habe jetzt dein Reisetagebuchfilm gesehen, Jump Cuts. Wir gucken gleich noch ein paar Trailer und wir gucken auch noch von mir ein paar Fotos. Aber das ist ja, du hast da glaube ich über 4 Jahre oder so mit der Videokamera aufgenommen. Und das, ich glaube, einer der ersten Sätze war, ging dahin, ich weiß gar nicht, wo ich hin will, ich suche eine neue Destination. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das, also es ist sicherlich natürlich etwas anderes, du lebst dann irgendwo wirklich sehr lange, ich reise zwar auch zu einigen Orten hin und wieder, aber bin schon irgendwie, ich möchte schon möglichst viel Welt sehen, aber die Frage ist ja, geht man irgendwo hin, um da sein Selfie zu machen, oder geht man irgendwo hin, um sich auseinanderzusetzen, um wirklich da zu sein, um zu interagieren? Bei dem Buch ist ja auch immer oft Thema, dass ich im Zweifelsfalle, wenn ich ein anregendes Gespräch habe, dann muss auch mal das Weltkulturerbe, muss ich mir dann auf Wikipedia angucken. Also dieses sich aussetzen, dieses irgendwie eine Destination zu finden, also für mich ist das viel mehr wesentlich beim Reisen, ist nicht wie man reist, sondern wie die innere Einstellung ist. Und ich habe einen Reisegefährten, der finde ich das wunderbar zusammenfasste, der sagt, wer im Schwarzwald nichts erlebt hat, wird auch aus dem Kongo nichts zu erzählen haben. Weil es ist die Frage, denke ich, mit wie viel Offenheit man geht, wie viel Interesse man an der Interaktion hat, wie viel Interesse man auch daran hat, sich in Frage stellen zu lassen. Also das finde ich alles viel wesentlicher, ob man irgendwo 3 Wochen ist oder 3 Monate. Bei 3 Jahren wird es vielleicht noch wieder was anderes. Wohingegen es gibt eben auch diese Leute, ich nenne es diese Selfie-Reisende, die im Grunde immer nur sich sehen wollen vor einer Kulisse. Nicht unbedingt, also auch in den Fotos, aber eben im Grunde irgendwo hinfahren, um sich selbst zu bespiegeln vor einer exotischen Kulisse. Und deswegen glaube ich, dass wir gar nicht so weit weg sind in dem, was wir am Reisen finden. Und für jemanden, der dann sehr stationär ist, ist ja nun in Jump Cuts ist unheimlich viel Bewegung. Egal, Flugzeuge, Schiff, Fahrten mit dem Motorrad. Also da ist schon diese Bewegung, sieht man ja visuell auch. Ne? Ja, aber du reist selbstbestimmt. Und wenn ich reise, dann bin ich eigentlich so was wie ein Opfer von Filmfestivals. Also ich werde ja eingeladen mit meinen Filmen und dann, bums, bin ich plötzlich in Chennai, in Indien. Habe mich darauf gar nicht vorbereitet, aber ich habe da im Grunde einen Arbeitsauftrag. Also ich bin nicht so frei auf eine Weise. Kannst du uns das kurz erläutern? Also weil ich glaube, in der Literatur, Tina Übel, ähnlich wie in der Filmbranche, wird man ja auch auf Festivals eingeladen. Man kennt dieses Format, sage ich mal, ja auch. Man hat plötzlich eine Einladung und ist dann in Delhi und das kennt man ja auch. Aber warum, Monika, was arbeitest du dann dort, wenn du auf so ein Festival eingeladen bist? Hm. Ist das nicht was anderes als diese Verpflanzung, die du uns eingangs Ja, es sind 2 Formen von Bewegung, glaube ich, bei mir. Das eine ist, dass ich das Glück habe, mit meinen Filmen viel ins Ausland eingeladen zu werden, auf Filmfestivals. Und das wird dann aber alles organisiert. Ich muss nichts organisieren. Die schicken mir die Flüge, die Hotels, also die organisieren Hotels, die organisieren meinen Tagesablauf sozusagen. Ich komme dann dahin, werde abgeholt, werde ins Hotel gefahren, habe dann Interviews zu machen und bin eigentlich plötzlich irgendwie in Chennai und weiß gar nicht genau, wo ich bin. Und dann gucke ich, habe ich irgendwie noch Zeit, kann ich mir die Stadt angucken und versuche mir dann zu organisieren, dass ich noch mal einen halben Tag in der Stadt rumgurke. Ansonsten zeige ich Filme, habe Diskussionen, gebe Interviews. Ja, aber das, was du am Anfang gesagt hast mit Verpflanzen, meintest du doch nicht das damit? Nee, das meine ich nicht. Aber es hängt auf eine Weise zusammen, weil durch dieses viele auf Festivals sein, Menschen kennenlernen, mal eine neue Kultur anzuschnuppern, daraus ergeben sich dann oft Projekte.
Wie zum Beispiel in Taiwan, wo ich eingeladen wurde, einen Film zu machen für das öffentlich-rechtliche taiwanische Fernsehen über die Geschichte der Insel. Und ich war völlig frei, ich durfte mir was aussuchen, hatte carte blanche. Und das hat dazu geführt, dass ich 4 Filme auf der Insel gemacht habe, immer in Koproduktion mit diesem taiwanischen Fernsehen. Und da war ich verpflanzt. Also ich habe bestimmt insgesamt 1 Jahr meines Lebens in Taiwan verbracht. Und das ist entstanden ursprünglich durch eine Einladung zu einem Festival in Taiwan. Richtig. Okay. Mhm. Da ist doch auch, soweit ich das verstanden habe, die Filme sind ja sogar 2 über dieses brasilianische Projekt mit den Straßenkindern, ist ja auch eher durch Zufall. Du bist vor Ort gewesen, ne? Soweit ich das jetzt dem Jump Cuts entnehme, hast diese Frau, diese Yvonne, kennengelernt und da hat sich das dann weiterentwickelt. Ne? Absolut. Also das lief auch letzten Endes über Festivalkontakte, also Kontakte Menschen. Da sind wir, glaube ich, auf einer ganz ähnlichen Ebene. Das glaube ich total, ja? Nachdem ich Jump Cuts gesehen habe, die Freude, sich zu unterhalten und egal, ob mit dem Filmdirektor oder mit dem Taxifahrer, so, das habe ich sofort auch wieder erkannt als ein Reisen, wo es eben darum geht, offen zu sein und auch für Menschen zu sein. Es gibt ja auch Leute, die wirklich autistisch sich nur Weltkulturerbe angucken. Ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, ich würde mir kein Weltkulturerbe angucken. Ich gucke mir auch Weltkulturerbe an. Aber ich finde, es ist die Frage der Interaktion. Mhm. Und ein Reisen hat für mich immer mit Interaktion zu tun, weil der Spaß ist ja auch, dass man mit seiner eigenen Kultur auf eine völlig fremde Kultur trifft. Wenn man sich halt nur jetzt irgendwie Tempelruinen anguckt, passiert ja nicht viel. Passieren tut in dem Moment viel, wo man wirklich interagiert, wo man als Tourist ja auch immer der Depp ist. Man hat ja keine Ahnung erstmal. Man weiß noch nicht mal, wie funktioniert der öffentliche Nahverkehr hier. Irgendwie springen Leute auf Busse und kommen irgendwo hin. Und das machen sie alles in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Ich kann auch nicht mal die Schilder lesen. Ich habe keine Ahnung. So, und man stößt irgendwie, man ist erstmal stumm, blind und blöd und man stößt auf andere Menschen, eine andere Kultur und muss sich darauf einlassen. Und also ich finde, es macht auch unheimlich Spaß. Und das ist eben eine Frage, macht man das oder nicht? Es gibt auch Leute, die ich getroffen habe unterwegs, die sind entweder, diese Selfie-Touristen, sie sind immer nur auf Selbstfindung, wo ich immer denke, zur Selbstfindung muss ich nicht reisen, ich weiß ja, wo ich wohne, wo ich nur im Personalausweis gucken, finde ich meine Adresse, wenn ich mich mal finden will. Aber eben, ich will das andere finden. Und das ist dann, glaube ich, das macht, glaube ich, einen wesentlichen Unterschied. Oder Leute, die nur Länder abhaken wollen. Solche gibt es ja auch. Die sind dann zwar in 190 Ländern gewesen, aber in Wirklichkeit sind sie nirgendwo gewesen. Also, aber kannst du uns noch sagen, also Monika findet ihre Ziele eigentlich oft aus Arbeitszusammenhängen, aus Einladungen, aus denen sich etwas ergibt, die Nachspiele haben und die zu Verpflanzungen führen. Wie ist das bei Tina Übel? Denkst du dir aus, ach, ich möchte da mal hin, weil ich da noch nicht war? Oder was, wie kommst du an deine Ziele? Also manchmal ist es wirklich so, dass ich denke, scheiße, ich war noch nie auf dem Balkan. Liegt um die Ecke. Das passiert schon. Also für mich ist es sicherlich auch Welthunger, Weltbeschäftigung. In dem Moment, wo ich reise, beschäftige ich mich dann natürlich wahnsinnig viel mit dem Land, mit den Schriftstellern aus dem Land. Mache ich übrigens währenddessen und hinterher, nicht vorher, um nicht vorher schon mit Bildern oder Vorstellungen irgendwie zu reisen. Ich gucke mir nie Dinge im Internet an, weil ich möchte nicht schon ein vorgelagertes Weltbild haben, was es überblendet. Dann habe ich natürlich herausgefunden, dass ich große Obsessionen habe, die Polargebiete, aber eben auch Afrika. Ich habe diesen einen Freund, der ab und zu mal fragt, kommst du mit nach Papua, kommst du mit in Tschad? Und ich immer so, ja klar. So, das passiert. Und dann manchmal habe ich eben auch das Gefühl, ich muss mich mal dringend, was weiß ich, mit dem Balkan beschäftigen. Habe ich noch nie gemacht. Ich muss mal dringend jetzt auf den Balkan. Das passiert dann auch. Und das war tatsächlich etwas, was ich gemerkt habe mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Nicht nur, dass mir das Reisen physisch gefehlt hat. Ich habe auch gedacht, ich verblöde oder ich werde wenigstens nicht klüger. Das ist das ist schlecht, mir fehlt Welt, mir fehlt Input, mir fehlt die Auseinandersetzung mit Dingen, die ich noch nicht kenne, das Lernen von Dingen, die ich noch nicht kenne, weil
kein Mensch setzt sich hin und beschäftigt sich jetzt erstmal, was weiß ich, mit der Historie des Charts und guckt, was gibt es für Schriftsteller in Sierra Leone. Und das machst du aber natürlich, wenn du reist und plötzlich eröffnet dir eine vollkommen neue Welt. Und das eben nicht nur theoretisch mit Büchern zu Hause, sondern du hast dann, du kennst Leute, das hat Namen, es hat Gerüche, Farben. Gut, dass du Gerüche sagst, weil während ich dir zugehört habe, habe ich an Geruch und Geschmack gedacht. Wollen wir uns den Trailer anschauen? Mhm, The Raw gerne. And The Cooked aus Unbedingt. Taiwan. Mhm. Mhm. Kann ich da ganz kurz noch was dazu sagen? Und zwar ist das im Grunde auch ein kleines Reisetagebuch, weil ich hatte die Idee von dem taiwanischen Sender auch bekommen, die gerne ihre verschiedenen Küchen vorstellen wollten. Und Taiwan ist ein Land, das sehr beeinflusst wurde von der japanischen Kolonialisierung. Also es hat sehr viele japanische Einflüsse. Es hat Ureinwohner, die 13 verschiedene Stämme sind, viele verschiedene Sprachen sprechen, ihre eigene Küchenkultur haben, Esskultur. Es gibt die Hakkas, auch eine indigene Gruppe, die in ganz Asien verbreitet ist. Also es ist eine ganz vielfältige Küche und ich bin dieser Küche gefolgt, einmal um die ganze kleine Insel herum. Und das war großartig, ich habe noch nie so gut gegessen in meinem ganzen Leben. Und das war also eine ganz hervorragende, geschmackvolle Geschichte, die wir da drehen durften mit einem taiwanischen Team. Und da gerne können wir den Trailer angucken, der ist 1:40, glaube ich, um einen kleinen Vorgeschmack der taiwanischen Kultur zu bekommen. Ja, schnell mit dem Licht. Ja, sowas geht natürlich auch nicht ohne Konflikte ab. Ich habe ja 4 Filme in Taiwan gemacht und zwischendrin hat sich die Regierung verändert. Und
Es kam wieder die Diktatorenpartei an die Macht, die Kuomintang, die sehr auf Vereinigung mit China aus war und eigentlich andere Kulturen, europäische Kulturen draußen halten wollte. Und da habe ich bei zwei Filmen viel kämpfen müssen, dass überhaupt die Zusage weiter lief. Das war nicht so ganz ohne, weil also einige Kräfte dann in diesem öffentlich-rechtlichen Sender komplett dagegen waren, dass so eine deutsche Filmemacherin kommt, die jetzt mit ihren Augen auf die Insel schaut. Also da hatte ich einige Probleme zu überwinden. Also man kommt also mit diesen Filmarbeiten auch sehr schnell, wenn man in anderen Kulturen arbeitet, mitten in politische Auseinandersetzungen. Was ich natürlich einerseits spannend finde, andererseits aber gibt es dann auch schlaflose Nächte, weil dann plötzlich das ganze Projekt gefährdet ist. Und das ist auch das hat mich nochmal erinnert an deine Beschreibung, wie du reist, man muss ständig mit Risiken umgehen. Und ne, in einer fremden Umgebung, einer fremden Welt, anderen Kommunikationsformen. Und ich glaube, das ist letzten Endes auch das, was mich reizt, ist, dass eigentlich so das Gehirn total gefordert ist. Also wir müssen ständig nach Lösungen suchen, weil entweder die Reise gefährdet ist, das Projekt gefährdet ist und man ist aus dieser Komfortzone komplett rausgehoben, die wir hätten, wenn wir jetzt in Hamburg sitzen würden und du würdest hier schreiben, ich würde hier einen Film machen. Also das ist, glaube ich, das, was uns auch verbindet. So absolut. Ne, wir sind so ein bisschen so Abenteurerinnen, die das Risiko auch brauchen, glaube ich. Ich sage immer, wenn es nicht wehtut, ist kein Urlaub. Ne? Ja, klar, aber ich finde auch, das ist so, es schult einen. Ich finde, man kommt natürlich auch immer mit einem ganz anderen Blick auf das eigene Land zurück. So zum Beispiel, in Taiwan habe ich jetzt nicht so dieses Essen so erlebt, aber ich war auch ein bisschen länger war ich in China. Und ich bin noch nicht mal so ein Esser, ich bin ja eher so ein Trinker. Aber tatsächlich das Erlebnis, in China zu essen, dann kommst du zurück und denkst, wir haben hier überhaupt keine Kultur. Die Esskultur hier ist grauenvoll. Ne? Und auch zu sehen, ja, man kann Dinge ganz anders strukturieren, man kann Gesellschaften ganz anders strukturieren. Das kann man manchmal furchtbar finden und manchmal kann man es super finden, aber überhaupt das zu begreifen. Und ich glaube, viele Dinge begreift man eben gar nicht, wenn man nie seine eigene Kultur verlässt. Ich denke, wie es sich wirklich anfühlt, mit Zensur klarzukommen, das habe ich wirklich das erste Mal begriffen, als ich mir im Iran, wo ich das Reisetagebuch geschrieben hatte, mir richtig Sorgen machte, weil ich dachte, einmal googeln Sie mich, dann sehen Sie Journalist. Und ich war natürlich mit dem Touristenvisum da. Dann habe ich wenn ich durch den Iran gereist bin, habe ich meine Website vom Netz genommen. Oder ich hatte eine Lesung mit einem anderen Reisenden in China zusammen. Und wir waren beide in Kambodscha gewesen, im Abstand von 10 oder 15 Jahren, was eigentlich interessant gewesen wäre. Dann hieß es dann, nee, die Kambodscha-Geschichte darf ich nicht lesen, da kommt das Wort Freiheit drin vor. Hieß es, können wir nicht machen, es sind immer hier Geheimdienstler da und so. Ich finde, das ist schon ein großer Unterschied, ob man solche Sachen selbst erlebt hat oder ob man das immer nur in einer sehr virtuellen Geschichte kennt. Ich bin eben auch der Meinung, dass sich wirklich um Dinge zu scheren, macht einen riesen Unterschied, da gewesen zu sein. Ist natürlich auch härter, wenn man ein Land kennt, ne, wenn man irgendwie im Fernsehen sieht, Kiew unter Bombenalarm, wenn man auf dem Platz schon gestanden hat, dann ist es was anderes. Wenn morgen in der Zeitung steht, der Antarctic Treaty wird gekündigt, dann werden 999 von 1000 Leuten sagen, hey, und ich werde begreifen, was für eine Katastrophe das ist. Also das ist etwas, was, das macht es, finde ich, auch anstrengend, wenn, also mit jedem Land liegt dir was mehr am Herzen. Ne? Ich dachte auch gerade hier an den Film aus Brasilien, wo die Leute gerade gegen Lula demonstrierten. So, ne, wo ich denke, so, ach, guck mal, ja, das, ne, das war das, das, nee, das ist nicht so lange her. Eine Sache würde mich interessieren, weil wir diesen wunderbaren Film gesehen haben, der ja das Land erfährt über das Essen. Und ich habe ja auch einige Berichte von Tina Übel gelesen, zum Beispiel aus der Mongolei.
und wo ich gemerkt habe, ah genau, das ist mein Problem mit dem Reisen, dass ich das mit dem Essen, das klappt bei mir nicht. Also bei mir war das in China so, ich war mit einer literarischen Delegation da, ich bin Vegetarierin, habe gesagt, ah, ist das vegetarisch? Nein, das ist nicht vegetarisch. Also ich habe das fast alles dann nicht gegessen, dann irgendwann hatte ich so ein Schälchen von diesen Tausenden vor mir. Und als dann gesagt wurde, was das andere alles sei, wurden es immer mehr Vegetarier in unserer Delegation. Und ja, also die Mongolei kann ich empfehlen, wenn man mal richtig schlecht essen will. So, also wenn man richtig aber schlecht mich essen interessiert will. Jetzt bei euch, weil ich weiß von euch beiden, dass ihr ja eben nicht so krüsche Vegetarier seid, sondern im Gegenteil, ihr begebt euch also in die Küchen dieser Länder. Und das finde ich unglaublich spannend, wie das funktioniert. Ja, also ich begebe mich nicht in die Küche, ich begebe mich eher in die Kneipen. Aber du hast doch, ich habe es doch gelesen, Tina, was du da alles gegessen hast. Ich bin da auch relativ krüsch. Also im Wendekreis der Made hört es bei mir auf. Ne? Also das, und Mongolei jetzt gekochten Hammel und gekochten Hammel und gekochten Hammel, das ist jetzt auch schwierig. Da gibt es so Hammelkochereien am Straßenrand, da werden seit 5 Generationen 7 Tage die Woche Hammel gekocht. Da gehst du rein, das riecht wie Leichenhalle Bagdad nach 5 Tagen Stromausfall. Ne? Also da kann ich noch nicht mal atmen, geschweige denn essen. Also so einfach ist es auch nicht, nur weil man mal ein Steak isst. Ne? Naja, aber du hast gerade gesagt, China zum Beispiel, für dich war das ein Erlebnis, wir haben gar keine Esskultur. Also du hast diesen Reichtum dort erfahren, du in Taiwan sowieso. Ja, ich denke, in jeder Kultur entdeckt man irgendwas, was manchmal, wo man es gar nicht erwartet, was eine faszinierende Welt ist. Letzte Reise vor Corona war ich in Somaliland. Das sind traditionell Nomaden, deswegen haben sie jetzt keine Bildhauerei. Aber die Dichtkunst, die Lyrik ist da so wichtig, dass tatsächlich beim State-Building, also Somaliland, nicht Somalia, ne, 2 verschiedene Dinge, Somaliland halt nicht anerkannt, ein irrsinniges State-Building haben die betrieben. Weiß auch kein Mensch, weiß man auch erst so richtig, wenn man da ist. Kann man Bücher drüber lesen, liest sich wie ein Thriller. Und tatsächlich, da ist irgendwie die Lyrik so wichtig, dass Dichter ganz massiv dazu beigetragen haben beim State-Building, weil das etwas ist, was so wichtig ist in dieser Kultur, dass das ein Override gemacht hat über diverse politische Schwierigkeiten innerhalb der Clans. Ich glaube, irgendwas findest du in jeder Kultur, was extrem faszinierend ist, was du noch nie so gesehen, so erlebt hast, was es entweder in der eigenen Kultur gar nicht gibt oder was dann mau aussieht, wenn du nach Hause kommst. Also ich meine, eine durchschnittliche Lyriklesung in Deutschland, würde ich mal sagen, naja, das sind jetzt nicht so die Leute, die zum State-Building irgendwie eingeladen würden. Ja, aber trotzdem, ihr redet darüber, dass ihr in Länder reist und gereist seid. Beide haben das gesagt, man versteht erstmal nichts. Wir sind als Reisende in der Fremde in den allermeisten Ländern ja auf Übersetzungen und Übersetzer angewiesen. Und ich finde das ja auch nicht so unproblematisch, weil gerade China zum Beispiel, die Frage, wer ist denn dein Übersetzer? Ich hatte welche bekommen, die wurden mir zugeordnet und ich habe halt von denen gehört, was ich sehe. Und wenn ich was gefragt habe, haben die mir erklärt, was ich sehe. In Russland ging mir das ähnlich. Und ich hatte nicht die Möglichkeit, das selber zu überprüfen, sondern ich höre dann, was diese netten, immer wundervolle, nette, unglaublich gescheite und gebildete Menschen. Aber ich war ein bisschen immer so in deren Perspektive natürlich und ich war davon abhängig. Und ich denke, so geht es uns ja allen als Reisende. Wie geht ihr mit dieser, mit der Übersetzung um oder mit dem Nichtverstehen? Oder wie versteht ihr? Ich habe das in Taiwan natürlich auch erlebt, weil da wird Mandarin gesprochen als offizielle Sprache und Taiwanisch, was verwandt ist, aber auch anders mit 6 verschiedenen Tönen. Ich habe 2 Semester Mandarin studiert an der Uni, aber das hat nicht sehr weit geführt. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass die Übersetzerin, die ich hatte, mit denen hatte ich natürlich auch eine persönliche Beziehung, weil ich länger mit ihnen gearbeitet habe. Und da hat sich mit der Zeit auch so ein Vertrauen hergestellt. Die sprachen natürlich sehr gut Englisch auch dazu. Und ich hatte 2 großartige Übersetzerinnen bei Projekten, mit denen ich befreundet war und wo ich dann auch wirklich Vertrauen hatte, dass alles rübergekommen ist.
Und so mit der Zeit kriegt man da auch so ein Gespür für, ob alles übersetzt wird. Dann hatte ich eine Guomintang-Übersetzerin, die mir nicht wohlgesonnen war und eigentlich den Auftrag hatte, mich in die Irre zu führen. Also ich wollte zum Beispiel einen Anarchisten interviewen, was sie ganz blöd fand. Der hat also Bomben gelegt, Reisbomben. Es war ein Bauer, der protestieren wollte gegen die Agrarpolitik der Regierung und der hat überall Reisbomben in der Stadt hochgehen lassen, die niemanden verletzt haben. Es war halt nur so bumm. Und sie fand das total beschissen, dass ich diesen Typen interviewen wollte und hat ganz fürchterlich übersetzt. Und hinterher konnte ich das ganze Material wegwerfen. Aber wie hast du das rausgefunden? Naja, leider erst hinterher. Ich hatte ein bisschen Verdacht, dass nicht alles übersetzt wurde. Und hinterher, ja, Pech gehabt. War also im Grunde ein halber Drehtag in die Tonne getreten. Das passiert natürlich auch. Ich hatte nur ein Misstrauen und hatte also mit ihr Schwierigkeiten zu arbeiten. Und das ist natürlich doof, wenn sowas passiert. Das kann, ja, das ist halt das Risiko, was du eingehen musst. Wir hatten also permanent auch während des Drehens Probleme. Und sie hat mich angeschwärzt bei den Oberen des Senders und gesagt, ich würde die Protagonisten schlecht behandeln. Und ich hatte dann zum Glück Gegenbeispiele von Protagonistinnen, die mir E-Mails schrieben und sagten, super Erfahrung, die Dreharbeiten, großartig. Also ich konnte mich wehren und habe sie dann immer mehr und mehr rausgenommen und habe mit einer kleinen Assistentin, die eigentlich andere Aufgaben hatte, mir dann weitergeholfen. Also da muss man sich irgendwie durcharbeiten durch solche Probleme. Ich glaube, das ist aber nur ein Teilaspekt, dass natürlich, also fast immer bist du auf Hilfe angewiesen. Ich bin auch in vielen Weltgegenden gewesen, wo du nicht nur einen Übersetzer brauchst, sondern einen Guide, weil sonst kommst du einfach nicht dahin, wo es interessant ist. Irgendwie sonst eröffnet sich das hier und dann musst du halt ein bisschen Glück haben. Es hat natürlich, denke ich, auch damit zu tun, wie du auf Leute zugehst. Ne? Aber mit einem schlimmen Guide und einem schlechten Übersetzer ist es dann irgendwie auch mal die Hölle. Ne? So, das ist, aber das ist ja auch bei anderen Begegnungen, bei zwischenmenschlichen Begegnungen, ist es ja nicht anders. Deswegen auch, ja, wo du sagst, man merkt, ob man vertraut oder nicht. Das merkt man ja auch, wenn man jemanden begegnet, der jetzt, wenn man einfach so trifft und man unterhält sich. Gibt es eine Connection oder hat man das Gefühl, der Typ ist irgendwie schmierig oder die Frau ist ist irgendwie nicht offen oder ehrlich, so, das ist ja auch nichts anderes. So klar, man muss natürlich ein bisschen Glück haben und mal ist es so, mal ist es so. Aber organisierst du das vorher oder ergibt sich das? Das kommt extrem drauf an, wo ich hinfahre. Ne? Es gibt Sachen, wo du natürlich wunderbar, also diese 2 Monate von Hamburg-Shanghai, also da bin ich, ich hatte ein Stipendium in Shanghai, 2 Monate und dann habe ich gedacht, da fahre ich jetzt mal so hin, über Land, nehme mir 2 Monate Zeit und fahre mal durch die ganzen Gegenden zum Thema, wie ich meine Reiseziele finde, A, da war ich noch nicht und B, geht das überhaupt? Und dann bin ich halt über Balkan, Türkei, durch den Iran und dann durch Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan gefahren und dann einmal quer durch China in 2 Monaten. Das ging alleine, aber es musste unheimlich viel Orga, musste ich vorher hinkriegen, sonst hätte das nicht 2 Monate, sondern 8 gedauert. Das konnte ich mir dann nicht leisten. Das konnte man sehr gut alleine tun. Aber wenn was du, hast du vorher organisiert? Die Etappen genau? Das Problem ist, also eigentlich bin ich zu Hause geblieben, weil du kriegst nur Visa, wenn du die Einreise- und das Ausreiseticket hast und das Visum fürs nächste Land. Aber die Bahntickets kannst du nur kaufen, wenn du schon Visum hast. Also das war eine Domino-Kette, die eigentlich nicht fiel. Und dann musste ich gucken, es gab da Zugverbindungen, die gehen nur einmal die Woche. Und dann musste man das, konnte man das erst eine Woche vorher kaufen, weil ich war angewiesen, das zu kriegen. Und wie gesagt, diese ganzen Sachen musste ich nachweisen für die Visa. Turkmenistan darf man nicht oder durfte man damals nicht ohne Guide bereisen, weil Turkmenistan ist ja sowas wie das Nordkorea des kleinen Mannes. Und das waren eben so Geschichten, wo ich im Vorfeld unheimlich viel Orga hatte, dann aber allein unterwegs war. Nur in Turkmenistan hatte ich dann eine wunderbare Frau. Also das war wirklich so, wir haben uns so verstanden.
Und dann hat sie aber einen Tag eher Schluss gemacht und dann hat eine jüngere Kollegin übernommen und die war grauenhaft. Die hat sich so Mühe gegeben, aber das war so ein verlorenes Hasi. Und da muss man halt auch immer ein bisschen Glück haben. Ne? Also im Mai war ich in Sierra Leone und in der dass du mehr und mehr entdeckst, je mehr du sie kennenlernst, dass wir eigentlich die gleichen Probleme haben, die gleichen Freuden und dass wir wirklich auch dann Freundschaften entwickeln aus der Arbeit heraus. Also das ist für mich immer das Allerschönste und die Belohnung eigentlich für diese Reisen und die Verpflanzungen, eigentlich sowas wie eine Familie zu finden, also das ist eine Familie von Freunden. Also das ist eigentlich für mich die Belohnung der Arbeit, der Filmarbeit, dass ich mittlerweile so eine Community von Freundinnen und Freunden in den verschiedenen Kulturen durch die Arbeiten dort aufgebaut habe. Interessanterweise hast du jetzt bestimmt schon 5-mal das Wort Arbeit benutzt. Ja. Und Reisen ist bei dir eigentlich immer untergeordnet. Arbeit. Ja, es stimmt. Also Tina, ich wollte aber nochmal darauf Bezug nehmen, weil das ist, finde ich, für mich auch wichtig. Also für mich ist es nicht immer eine Community. Manchmal existiert sowas. Ich habe irgendwie sowas in der russischen Arktis gefunden. Hurra, ich lerne seit 3 Jahren Russisch zum Thema Verständigung. Jetzt kann ich da wahrscheinlich nie wieder hin. Aber tatsächlich, diese Verbindung, die auch oft lange bestehen bleiben oder mich zumindest manchmal auch reißen sie ab, aber die ich für immer behalten werde. Und ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich auch in einem für einen Schriftsteller geradezu beleidigenden Maße, wenn man sich verstehen will, braucht man unglaublich wenig Sprache. Und ich habe dazu die schöne Anekdote, ich war vor, 15 Jahren war ich in Westpapua. Da haben mir Leute vorher gesagt, was willst du denn? Also ich war dabei so einem Stamm, den Korowai, wo im Grunde keiner hinfährt. Irgendwie der Nachbarstamm hat, da war einer zu Besuch, der hat mit uns dreien das erste Mal weiße Menschen gesehen, also so weit vom Schuss war. Da haben vorher Leute gesagt, was willst du denn da, wie willst du mit diesen Leuten, was hast du mit denen zu tun, die leben ja noch in der Steinzeit. Und es war wirklich, ich habe da ein Gespräch mit den Frauen gehabt, wortlos mit diesen Korowai-Frauen. Ich saß im Dschungel und wir hatten ein Gespräch über Mode. Ich schwöre euch, es war ein Gespräch über Mode und es war ganz klar nachzuvollziehen, worum es ging. Die hatten dann eben also es ging natürlich um unseren Schmuck, ne? Die Ketten und Halsketten. Meine wurden angeguckt, dann wurden ihr Schmuck irgendwie präsentiert. Dann ging es aber auch um Schmucknarben. Nun habe ich nun auch ein paar Narben, die sind jetzt nicht ganz so absichtlich. Aber dann ging es darum, dass irgendwie die Frage, ob Symmetrie und Asymmetrie. Weil natürlich deren Schmucknamen sind alle symmetrisch, ne? Und so meine Namen, die ich habe, sind ja eher so ein bisschen Spontannamen. Und es war so geil, wir saßen auf dieser Lichtung und ich habe mich mit diesen Frauen unterhalten. Und dann fingen sie auch an, wo sie dann merkten, dass irgendwie es wäre schon mal vernünftig, mir eine anständige Sprache beizubringen. Dann fingen sie mir an, Worte beizubringen. Das habe nicht ich initiiert, sondern so, wir verstanden uns so gut, wo sie dann merktest und sie sagt, die arme Frau, die nur in diesen lallenden Zungen spricht, muss jetzt mal eine vernünftige Sprache lernen. Und dann wurde mir alles gezeigt und wurden mir die Worte auf Korowai beigebracht. Und also das fand ich war so intensiv und beglückend, weil ne, dann sitzt du da mit diesen Leuten, die wirklich relativ wild aussehen und Kommunikation funktioniert. Und es geht eben über so ein typisches Weiberthema, wir reden jetzt über Mode. Ne? Und das ist eben auch eine Erfahrung, die ich total unterschreibe. Man kommt irgendwo hin und die Leute wirken erstmal so fremd, die Kulturwerte. Und dann merkst du genau, die haben genau dieselben Probleme, dieselben Freude, ne? Mode oder sich zu schmücken oder die Welt schön zu machen. Sie haben dieselben Sorgen. Das ist das eine, der finde ich, gehört zu mir, für mich zum Schönheit des Reisen. Die Erfahrung, wie sehr der Mensch den Menschen gleicht. Ja, wie unglaublich ähnlich und verwandt wir uns sind über alle kulturellen und Sprachbarrieren hinweg. Ich hatte ja die Frage nach der Arbeit stellen wollen. Du hast jetzt sehr schön über Kommunikation gesprochen. Da sind wir ja schon
fast im Gebiet von euch beiden. Ihr arbeitet aber mit eben sehr unterschiedlichen Mitteln, mit filmischen Mitteln, mit sprachlichen Mitteln. Und mich würde trotzdem noch mal interessieren, weil ich glaube, bei Monika ist das relativ klar, dass du immer diese Auseinandersetzung suchst. Du nennst das ja auch Verpflanzen. Tina sagt, dieses Unterwegssein ist eigentlich mehr das Ding, als jetzt dieses punktuell Wurzeln schlagen vielleicht. Aber wird dieses Reisen bei dir zur Arbeit oder hat das erstmal miteinander gar nichts zu tun? Gibt es den Selbstzweck des Reisens? Sicher, aber mir fehlt etwas davon, wenn ich nicht eine Form habe, davon zu erzählen. Mhm. Also weil ich bin wahnsinnig privilegiert, ich kann das, ich habe die Zeit, ich habe das Geld, ich habe eben auch nicht diese Sorgen und Ängste, die viele Leute haben. Also viele Leute begegnen mir auch bei Lesungen hinterher und sagen, ich würde so gerne reisen, ich habe Angst irgendwie. Ich finde, es ist so wichtig, Weltverständnis zu haben, weil die Welt rückt immer näher da zusammen. Ne? Die Probleme von nebenan sind unsere Probleme. Ne? Es ist inzwischen alles so miteinander verbunden, dass Weltverständnis ganz wichtig ist, wo ich auch denke, so ja, ich habe irgendwie auch die Verpflichtung, davon zu erzählen. Und seit das, wie gesagt, mit dem Reisejournalismus irgendwie abgebogen ist in diese sehr narzisstische Selfie-Reportagen-Geschichte oder wie man es nennen will, fehlt mir das tatsächlich, weil es irgendwie für mich auch mehr ist als ich mache mir meine gute Zeit. Also klar mache ich mir eine gute Zeit. Ja, aber du musst es uns, glaube ich, noch mal kurz erklären. Das ist abgebogen. Was meinst du damit? Ich merke, dass ich irgendwie, ich bin ja immer nur als freie Journalist unterwegs. Eine Zeit lang, da lief es natürlich auch noch besser, habe ich auch dann Aufträge gekriegt. In Taiwan war ich war ich auf so einer Pressereise zum Beispiel. Aber ich habe meine Storys angeboten und das ging dann immer mehr zurück, ah, das ist zu wild, nee, das ist zu weit weg, nee, das ist einfach Afrika, haben die Leute Angst, nee. Und dann ging es so in Richtung der Ansage, sagen Sie mir mal vorher, was die Story ist. Wo ich sage, das kann ich nicht. Ich war noch nie in Sierra Leone, ich muss mich doch erstmal darauf einlassen. Und dann heißt es immer, nee, wir machen eher sowas, wie ich mich selbst bei der Weinlese in der Toskana fand oder wie ich mit meinem alternden Vater ihm den Lebenswunsch einer Hurtig-Rutenkreuzfahrt erfüllte. Das nennst du also, Selfie. Ja, weil da geht es um deine eigenen Bedürfnisse. Ne? Das ist so, ich muss mich jetzt in der Toskana finden oder im Yoga-Retreat oder ich muss das oder ich bin auf den Wurzeln meiner Familiengeschichte. Da ist der Auslöser für die Reise und der Fokus die Beschäftigung mit mir selbst. Und nicht so dieses irgendwie hier das Land, die Kultur, sei es insgesamt oder sei es mit einem speziellen Blick irgendwie, ne, wie du mit den Projekten hast. Ich lasse mich drauf ein. Geht es eben nicht um mein Ego, was ich eh schon irgendwie habe. Da geht es auch für mich beim Reisen nicht darum, meine Meinung in die Welt zu tragen, sondern mir hoffentlich ein paar neue und bessere zuzulegen. Aber wenn ich schon vorher weiß, ich fahre jetzt nach, was weiß ich, Sri Lanka, um meine Scheidung aber einem Yoga-Retreat zu überwinden. Wo ist denn da Sri Lanka? Ne? Wo ist denn da die Story? Und für mich ist das so verwandt mit diesen Selfie-Leuten, die nicht mehr, ich wandere viel in den Alpen rum und du siehst ja Leute, die gucken gar nicht mehr die Berge an, sondern die gucken immer nur sich an, ne? Mit möglichst einem hübschen Berg im Hintergrund. Aber so dieser Blick auf sich selbst, das finde ich eben, habe ich auch mehr und mehr gefunden, dass dann solche Storys von mir gefragt sind, wo ich sagte, ich kann Ihnen nicht sagen, was die Story ist, weil ich war da ja noch nicht. Ne? Wie soll ich das wissen? Und schon gar nicht, wie gesagt, muss ich jetzt irgendwie, klar, man ist selbst immer dabei in der Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur. Sonst schreibt man journalistische Reportagen und nicht Reisegeschichten. Weil man ist natürlich immer selbst dabei mit dem Clash dieser Kultur. Aber von vornherein aufzubrechen, um mich zu spiegeln mit einem exotischen Background, das ist für mich die Antithese des Reisens. Und dann ist es auch völlig egal, ob das auf Sylt ist oder auf Sri Lanka, ne? Ja, weil ich finde, was ich lerne, wenn ich dein Buch lese, Übel unterwegs, da lerne ich ja ganz viel aus deinen Begegnungen mit anderen.
Also zum Beispiel in Teheran, die Frauen, die du da kennengelernt hast, da lerne ich was über dich und vor allen Dingen die Bekanntschaften, die du auf diesen Reisen machst. Und davon wird mir berichtet durch deine Augen. Und da lerne ich was, als wäre ich selber eigentlich da gewesen. Und das finde ich das Spannende, also an dem Buch beispielsweise. Hinterher hätte ich natürlich auch sagen können, ich schreibe ein Buch über die Schwierigkeit, Kaffee zu kriegen, wenn man in Zentralasien unterwegs ist. Aber so, ja klar, ne? Das ist, man kann es vorher nicht wissen. Also diese ganze Reise war für mich eine Reise, die extrem an den Begegnungen hing. Sie bekam dann auch irgendwann das Oberthema Freiheit, weil überall war Freiheit ein Thema. Aber das konnte ich ja vorher noch nicht wissen, weil ich war ja vorher nicht da. Wie soll ich starten mit etwas, wenn ich gar nicht, also wenn ich mir selbst dann die Möglichkeit abschneide, mich überhaupt erstmal einzulassen, mich überraschen zu lassen und vielleicht auch zu lernen, dass es ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Was mich interessieren würde, wenn ihr unterwegs seid, wie haltet ihr Eindrücke fest? Also die Filmemacherin, wie muss man sich das vorstellen? Führst du zum Beispiel trotzdem ein Notizbuch oder dokumentierst du mit Foto und umgekehrt? Ja, also ich mache immer zuerst eine Recherchenreise. Und da habe ich dann heutzutage, ne, dieses kleine wunderbare Ding. Also das hat ja eine tolle Qualität. Ich mache kleine Videoclips, ich mache viele Fotos, lerne Menschen kennen und baue dann aus der Recherche meine Geschichte zusammen. Und das ist eigentlich immer die tollste Zeit, weil da bin ich immer alleine auch unterwegs, ohne mein Team. Ich habe meistens ein, zwei Menschen aus Hamburg dabei, Kameramenschen, Tonmenschen, je nachdem. Und dann schreibe ich aus der Recherche für Dokumentarfilme dann ein Treatment. Das ist eigentlich so der Anfang des Projekts, der noch völlig offen ist, weil das wird dann eigentlich immer enger. Dann kommen die Menschen dazu, das Team dazu, dann gibt es einen klaren, also einen Shootingplan und dann haben wir Material, dann wird das Material gerangelt, dann wird das Material eingespeist und dann sind es wirklich Arbeitsschritte. Was heißt gerangelt? Naja, die Daten, die du aufnimmst während des Drehs, die müssen dann überspielt werden und nochmal gebackupt werden. Also da musst du mit den Daten sehr vorsichtig und sehr genau umgehen. Da fällt mir nämlich auch immer ein, dass diese Form des Filmemachens hat irgendwie was sehr preußisch Geordnetes auch an sich, was eigentlich so diesem frei flottierenden, sich der Reise hingeben, in einer gewissen Weise widerspricht. Ich bin ja auch noch so eine altmodische Person. Ich produziere ja auch die Filme. Das heißt, ich habe auch immer ein klares Budget. Ich verhalte mich nach dem Budget. Ich bin eigentlich in bestimmten Zwangsverhältnissen drin und bewege mich manchmal wie eine preußische Soldatin im Rahmen des Projekts, was irgendwie eine ganz andere Form ist, dieses Reisens, was sich von A nach B nach C vollzieht und auch Umwege in Kauf nimmt. Meine Umwege, die ich gehe, die ich natürlich sehr liebe, sind dann eher mit dem Thema des Films verbunden, dass ich dann während der Dreharbeiten plötzlich jemanden kennenlerne, die oder den ich gerne noch mal aufnehme, obwohl es gar nicht vorgesehen ist. Also mein frei flutierendes, kreatives Ich ist eigentlich gefordert während der Dreharbeiten. Das ist sehr merkwürdig. Also das ist nicht in der Vorbereitung. In der Vorbereitung bin ich eigentlich recht organisiert. Also Organisation, preußisch, klar, ist eigentlich da die Antithese des Reisens sozusagen. Ich komme immer mehr raus aus dem Thema eigentlich. Ich möchte wieder gerne, du hast mich angeregt, also ich muss mir das jetzt mal vornehmen, ohne Filmprojekt, ohne preußische
Budgeteinhaltung und klarer Planung auch mal wieder durch die Welt mich zu bewegen. Naja, früher oder später findest du dein nächstes Projekt, ne? Oder es findet dich. Ne? Ja, ja. Wieder Tonk. Wie machst du das, Tina? Bist du eine Notizbuch- oder Tagebuchschreiberin? Ich schreibe wie eine irre Reisetagebuch. Ich schreibe in Hamburg kein Tagebuch, aber ich schreibe wie eine irre Reisetagebuch, auch mit kleinsten Details, weil oft auch die Stimmung, wie es ist, hängt eben auch nur nicht an den großen Geschehnissen, sondern an kleinen Sachen. Ein Ohrwurm, den man hat, irgendwie ein Running Gag. Das mache ich generell, um es für mich festzuhalten, aber auch wenn ich dann eine Reportage schreibe oder auch eine literarische Reisegeschichte, kann ich darauf zugreifen. Und ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, für mich ist das auch ein ausgelagertes Gedächtnis irgendwie. Also entweder schreibe ich mir eine Sehnenscheidenentzündung mit dem Kugelschreiber, wenn ich abseits von Steckdosen reise. Wenn ich irgendwo Steckdosen habe, dann habe ich so einen kleinen Reisecomputer. Ich mache auch Fotos, das mache ich nicht gerne. Nicht gerne? Überhaupt nicht. Also es ist dann oft wichtig, wenn ich eine Story verkaufen will, brauche ich auch die Fotos. Aber ich mache es nicht gerne, weil das Schöne ist natürlich, wo ich dann auch denke, ich finde das mit sehr viel Freude deine Filme gesehen, aber bei den Jump Cuts, wo man dann auch sieht, da steht jemand mit Sonderkamera, da angelt jemand den Ton, wo ich immer denke, das Schöne ist ja so, wenn du als Schriftsteller reist, du brauchst ja nur einigermaßen Gedächtnis und schon, mir ist schon eigentlich die Kamera zwischen mir und der Welt zu viel. Und weil die Leute sich natürlich auch ändern, wenn du einfach wieder mit jemandem redest oder wenn du dann irgendwie deine Spiegelreflexkamera rausholst, das mag ich gerne an den Handygeschichten, weil Fotografieren ist so viel weniger aufdringlich geworden. Aber es gibt eben auch zum Beispiel in Afrika, weil sind die Leute ja so extrem photophob, so ist es dann auch schwierig, aber ich mag das eben auch nicht, weil in dem Moment, für mich macht es die Begegnung kaputt. In dem Moment, wo ich irgendwie mit jemandem gegenüber sitze, wenn ich später Tagebuch schreibe, sind es einfach nur meine eigenen Gedanken. Das macht sich mein Gegenüber auch, das schreibt sie vielleicht nicht auf. Aber in dem Moment, wo ich eine Kamera zücke, verschiebt sich plötzlich etwas und mein Gegenüber ist ein Objekt meiner Beobachtung. Also damals, als es noch mehr Geld in der Journalismusbranche gab, ich war immer so glücklich, wenn ich auf irgendeine Reise geschickt wurde und Fotografen dabei hatte. So, yes, ich muss nicht fotografieren. Du hast uns aber Fotos mitgebracht. Ich habe Fotos mitgebracht. Wie kommt es denn dazu? Ich mache ja Fotos, wie gesagt, ich mache es, wenn ich die Storys verkaufen will. Ich mache es auch als Gedächtnisstütze. Aber es ist nichts, dass mein Herz jetzt brennt. Mir ist auch zweimal die Kamera geklaut haben, das war mir egal, hauptsache das Reisetagebuch ist noch da. Wollen wir anschauen? Ja, also das, ich sage jetzt nicht so viel davon, das ist ein Potpourri Schönheit der Welt mit möglichst so allem Möglichen. Ne? Nordkoreanische revolutionäre Stickerei. Das waren die Korowai mit dem Modegespräch. Hier gibt es zum Frühstück gekochten Hammel.
Tschernobyl, sollte man vielleicht dazu sagen. Ich hasse es, wenn es kalt ist. Ja, ich habe jetzt mal nicht so furchtbar kommentiert, weil was ist jetzt welches Land, darum geht es mir nicht, sondern unser Thema ist ja die Schönheit des Reisens. Und ich dachte, ich stelle jetzt einfach mal ein paar Bilder zusammen, wie unglaublich schön und verwirrend und bunt und unterschiedlich und schön und schrecklich unsere Welt eigentlich ist. Wie soll man ein Gefühl dafür bekommen, wenn man nicht weiter gekommen ist als bis Hannover? Ne? Ich fand aber ganz, ganz schön, dass du mittendrin plötzlich Hamburg Süd den Container gezeigt hast. Ja. Ich habe eine ganze Sammlung davon. Ja. Jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Welt bin, das war jetzt in Djibouti am Horn von Afrika. Aber egal, wo man ist auf der Welt, irgendwann fährt immer Hamburg Süd vorbei. Also yes. Finde ich auch immer toll. Das ich so auch sieht man als Hamburg auch die Welt. Es gibt Hamburg und dann gibt es Hamburg Süd. Ne? Genau, Hamburg Süd ist überall. Hamburg Nord gibt es auch tendenziell. Ich habe mir beim Schauen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, ich habe mir überlegt, okay, Tina Übel ist überall schon rumgereist, offensichtlich, das zeigt ja diese Zusammenstellung. Wie hast du es, also ich habe mir überlegt, du hast jetzt ein paar Hinweise gegeben, ich habe mich derweil überlegt, wie bist du vorgegangen, nach welchen Kriterien? Und die Frage geht dahin, wenn wir schreiben, ich nehme an, es ist beim Filmemachen ja nicht so anders, es ist doch immer die Frage, welches Bild halten wir fest, welches Wort kommt rein und welches Wort folgt dann. Diese Entscheidung für den einen Moment, für das eine Bild, für den einen Ausdruck, für das eine Wort, das wir neben das andere stellen und immer weiter bauen. Und da habe ich jetzt gedacht, in dieser Fülle von Bildern, die du ja doch haben musst, auch wenn du nicht gerne fotografierst. Ja, klar. Also natürlich habe ich einen Haufen Bilder. Ich habe jetzt irgendwie, wie finde ich etwas, was ungefähr so lang ist wie ein Trailer, nicht zu viele, was möglichst vielfältige Eindrücke hat. Natürlich habe ich unheimlich viele Bilder von Menschen, weil wie gesagt, Menschen interessieren mich sehr. Ich habe natürlich ganz klar Obsessionen. Ich mag die Extreme, also so das mitteleuropäische Mittelgebirge ist mir zu mittel. Ne? Ich bin gerne in Wüsten, Dschungeln und vor allen Dingen in den Polargegenden unterwegs. Aber
das sind jetzt meine Obsessionen, es gibt ja so viele andere Sachen. Ich liebe zum Beispiel bizarre futuristische Städte. Das eine, was gar nicht echt ist, das war Astana, wo das sieht aus wie ein, als ob das ein Architekt gezeichnet hat, aber das sah tatsächlich so aus. Ich sammle bizarre Städte oder bizarre Gebäude. Aber viele Sachen sind auch tatsächlich entstehen irgendwie so, dass ich plötzlich das Idee kriege, Alter, ich war noch nie im Kaukasus, ich muss mal in den Kaukasus. Ja, weil so, dann habe ich sicherlich, ich habe auch einen Hang zum Polittourismus. Ich kriege, wenn ich irgendwas ist ständig in den Medien. Ne? Und dann denke ich, ich muss mir selbst ein Bild verschaffen. Mein ganzes Leben. Ja, so, ja. Ich muss mal Teheran sehen. Ständig ist, seit ich klein bin, ist es ein Thema. Teheran oder Iran oder so. Ich denke, ich muss das mal selbst sehen. So bin ich dann eben auch mit diesem Aspekt, so alle reden drüber. Ich muss mir eine eigene Meinung verschaffen und ich kann nur mir eine Meinung verschaffen, wenn ich da bin. So bin ich dann zum Beispiel nach Nordkorea und nach Tschernobyl gekommen, weil ich dachte so, ich muss das, ich brauche eine eigene Meinung dazu. Ich will das selbst sehen und das kann ich nicht. Nur mit Nachrichten, weil natürlich das Problem ist mit den Nachrichten, ich lese auch viele Nachrichten, aber wir wissen genau, ich möchte auch jetzt nicht mein Nachrichtenmagazin verkaufen oder meine Zeitung mit der Überschrift, heute wieder nichts passiert in Kasachstan. Ne? So, das heißt, man hört ja nie die Storys irgendwie aus der Welt, man hört nur davon, wenn irgendwo ein Krieg oder eine Katastrophe, selbst da gibt es dann auch noch Auswahlkriterien. Einige Kriege interessieren uns, andere sind uns völlig schnurz. So, aber vor allen Dingen irgendwie in den Zeitungen landen halt eben nur die Katastrophen, die Kriege, die sonst was. Aber mich interessiert halt, wie sieht es aus, heute wieder nichts passiert in Kasachstan. Und ich meine, was mich Leute gewarnt haben, bevor ich in Iran gefahren bin, auch mit Vorstellung, du als alleinreisende Frau, ja mein Gott, es ist nicht der Jemen, wissen ganz viele Leute schon mal nicht. Ne? War natürlich total toll, kann man super, super easy reisen als Frau, ja man muss halt den Verschleiergedöns irgendwie machen. Und natürlich ist das alles irgendwie... ist es alles irgendwie grauenhaft und repressiv, aber nur wenn man reist, lernt man eben die Leute kennen, die dann wirklich irgendwie unterdrückt sind. Die sind sowas von offen gewesen. Ich habe unheimlich Spaß gehabt in Teheran, aber bevor ich irgendwie losgefahren bin, haben alle Leute gesagt, oh mein Gott, irgendwie und gefährlich, gefährlich. Die hatten alle den Eindruck, als ob Ali normal Teheraner den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt ist, als beten, steinigen und Uran anreichern. Und das ist natürlich nicht wahr. Der Teheraner hat unheimlich viel Spaß und Lebensfreude. Die Leute sind toll. Ich meine, man sieht es jetzt mit diesen ganzen Demonstrationen. Das passiert natürlich nur in diesem Maße, wenn du da Menschen hast mit extrem viel Lebensenergie, mit extrem viel Selbstbestimmungswillen. So, das versteht man ja alles gar nicht, wenn man immer nur diese verzerrten Bilder vor Augen hat. Und das sind schon so Sachen irgendwie, wo ich das für mein Weltverständnis brauche, weil man kann sich nicht vorstellen, Nordkorea kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht mal gesehen hat. Ne? Ich möchte ja doch hoffentlich ein bisschen klüger sterben. Ja, also was du anführst von dem, was wir als Nachrichten vorgesetzt kriegen und was tatsächlich passiert politisch in den Ländern, das sind ja zwei total verschiedene Paar Schuhe, ne? Weil wir kriegen tatsächlich nur die Sensation mit. Und als ich viel über Taiwan gearbeitet habe, haben also hier in Deutschland die Sender gesagt, Taiwan kennt der deutsche Fernsehzuschauer nicht, da geben wir kein Geld für. Und die sagten dann, naja, wenn Bomben fallen, wenn China Taiwan angreift, können sie nochmal zurückkommen. Ne? Dann werden wir uns einlassen auf die Koproduktion. Ja, jetzt ist es ja soweit, auch mit Taiwan, fast als nächster Krisenherd. Ne? Und jetzt habe ich die Möglichkeit, meinen fünften Film da zu machen, weil jetzt sich das rumgesprochen hat. Aber es sieht natürlich trotzdem komplett anders aus. Ne? Die Taiwaner sind nicht geängstigt. Die Armee besteht aus Erdbeersoldaten, wie sie genannt werden. Die können sich überhaupt nicht einsetzen, die sind total friedlich, schlecht ausgerüstet. Und ja, das sieht so aus, dass wenn ich jetzt da wieder hinfahre demnächst, da habe ich einfach Lust, hinter die Kulissen zu schauen. Und was mich eben auch antreibt, ne, also was du erzählst über deine Antriebslust bei mir,
ist es nochmal so, eigentlich so diese Globalisierung von unten zu befördern. Also das auch nochmal zurückkommt auf dieses, wie verständigen wir uns mit Menschen aus diesen anderen Kulturen und die Ähnlichkeit, also die ähnlichen Probleme, weil ich mag idealistisch klingen, aber ich denke, dass wir hier auf diesem Planeten so eng zusammenrücken, sowieso müssen und zwangsläufig das tun, dass wir uns gegenseitig unterstützen in der Verfolgung von universellen Menschenrechten. Darum geht es ja letzten Endes. Und wenn ich in Taiwan arbeite, ist das eben auch der Tatsache geschuldet, dass das ein wahnsinnig demokratisches Land geworden ist in kürzester Zeit. Also mit Rechte für Lesben, Schwule, Transsexuelle, das einzige Land eigentlich in Südostasien, was tatsächlich Menschenrechte unterstützt. Also da sind wir total auf derselben Wellenlänge. Und wenn ich in Brasilien arbeite, dann ist es auch für mich deswegen, weil ich da ein Projekt unterstütze, was die Arbeit mit Kindern in den Favelas zum Ausdruck bringt, was eben für mich auch ein Anliegen ist, was heißt Education in einem Bereich, der komplett vernachlässigt wird von der brasilianischen Gesellschaft, die extrem ungleich ist und wo die Koordinatorin des Projekts, wenn wir mit ihr hier reden, mit der können wir uns komplett verständigen. Das ist nicht so, als wenn sie jetzt aus einer anderen Kultur kommt, sondern das ist eine Weltbürgerin, die ihr Projekt weltweit sofort darstellen kann, dass wir alle als Menschen, die für Gerechtigkeit kämpfen, sage ich jetzt mal ganz blöd, sofort uns auf ihr Projekt einlassen können. Und da sehe ich mich auch in der Arbeit in anderen Kulturen eigentlich, das zu nach vorne zu bringen, was den Kampf angeht um Gerechtigkeit in den verschiedenen Kulturen und um Menschenrechte in den verschiedenen Kulturen, wo die Protagonistinnen dieser Projekte eigentlich so sind wie wir. Ne? Also da fliegen die kulturellen Unterschiede aus dem Fenster raus eigentlich. Ist das nachvollziehbar? Ja, ich finde das ja auch tatsächlich, also deswegen finde ich Reisen eben nicht nur schön, sondern ich finde auch Reisen so wichtig, weil alleine wenn du man muss erstmal andere Kulturen begreifen, also auch diese Vorstellung irgendwie so, also weder, dass wir uns völlig fremd sind, wie gesagt, der Mensch ist der Mensch und hat irgendwie grundlegende Geschichten, dass du deine Kultur aber auch ganz anders strukturieren kannst und dass es auch irgendwie Sinn ergibt. Das muss einem nicht immer gefallen, weil natürlich, man ist Kind seiner eigenen Kultur, aber es wird, finde ich, fast unmöglich, sich da in irgendwelche Vorurteile oder Rassismen reinzusteigern, weil das auch, meines Erachtens, fängt man dann auch an, ganz klar zu trennen. Ich bin natürlich überhaupt nicht begeistert, wie es mit Frauenrechten in der islamischen Welt aussieht oder mit schwulen Lesbenrechten. Auf der anderen Seite bin ich eben auch in vielen muslimischen Ländern gereist, habe eigentlich nie Probleme gehabt, wurde sehr warm aufgenommen. Man muss bisweilen auch damit leben, dass man jemanden kennenlernt, der ein total dufter Typ ist und plötzlich sagt er irgendwas, wo sich dann mit deinem Weltverständnis dir die Schuhe ausziehen. So, die Welt ist eben nicht schwarz oder weiß. Also das ist, glaube ich, auch eine der wichtigen Erkenntnisse. Je mehr du gereist bist, umso schwieriger wird es, dass irgendjemand als der Feind irgendwie hingestellt wird. Also ich habe gute Freunde in Russland. Ich bin immer wahnsinnig gerne in Russland gewesen. Natürlich würde ich niemals auch nur ansatzweise irgendwie was anderes wollen, als dass die Ukraine gewinnt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Russe, ne, wie es dann so heißt, der Russe ist per se böse oder der Russe ist per se das Feindbild. Ne? Ich glaube nämlich, dass dieser ganze Irrsinn auch Russland und die Russen kaputt macht. Ich glaube, du wirst immuner dagegen, ne? Wenn du hörst von wegen... die muslimischen Migranten fallen hier ein und
machen alles zerstören oder alles machen alles kaputt und du bist in einen Haufen muslimischen Ländern gereist, hast da nur wahnsinnig nette Leute kennengelernt, dann fällst du auf diese ganzen Verallgemeinerungen nicht rein. Was nicht heißt, dass ich alles gut heiße, weiß Gott nicht. Ne, ich habe viele Probleme damit. Ich bin wahnsinnig gerne in Afrika unterwegs, aber ne, hier Schwulen, Lesbenrechte und so, das ist natürlich eine Katastrophe. Das hat auch nichts dann mit dem Islam zu tun. Auch in Subsahara-Afrika ist es überall eine Katastrophe. Finde ich auch schwierig, wenn mein wunderbarer Abdullahi, mit dem ich mich so fantastisch verstanden habe in Sierra Leone, dann mir aber auch sagt, ne, irgendwie so, nee, also Gott hat irgendwie gesagt, ne, Schwule sind das Letzte. Es ist schwierig. Aber ich denke, du bist nicht anfällig für einfache Lösung, einfache Ideologien, einfachen Hass auf irgendwas, sondern du lernst mit mehr und mehr Reisen, wie wahnsinnig komplex die Welt ist, wie wenig es einfache Antworten gibt. Ne, solche Sachen, dann heißt es jetzt hier irgendwie im Zuge der Klimabewegung, wollen sie irgendwie die Gastförderung in Afrika einschränken. Natürlich, Klima ist mir auch wichtig. Ich bin dauernd in Polargebieten unterwegs, das schmilzt alles weg, kann ich bestätigen. Auf der anderen Seite bin ich auch in Westafrika unterwegs, weil Menschen brauchen Energie. Also das Problem dabei ist, dass es einem wirklich sehr, sehr schwer fällt, irgendwie an Lösungen oder an einfache Lösungen zu glauben. Der positive Aspekt ist aber eben, dass du auch nicht auf irgendwelche Schwarz-Weiß-Geschichten reinfällst. Das ist der Feind, das ist der Böse, irgendwie so und so. Der Russe ist so und so oder der Araber oder auch der Deutsche oder der Däne, keine Ahnung. Aber diese ganzen Geschichten, wo, glaube ich, alle sehr anfällig sind, auch wiederum nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern überall. Ne? Das Feindbild, das Fremde als Feind, hast du in jeder Kultur. Aber wenn du halt viel das Fremde gesehen hast und dann gemerkt hast, ach nee, ist ja gar nicht so fremd, dann fällst du auf diese Dinge auch nicht mehr rein. Ne? Ich finde, das ist so ein fast nicht mehr schöner zu bekommendes, nicht nur Statement, sondern auch Bild einer komplexen Gemengelage, die es je größer sie wird, desto unmöglicher macht, zu vereinfachen, an einen klaren Feind zu glauben oder einfache Kurzschlüsse zu ziehen. Ich gucke mal schnell auf die Uhr, weil ich hätte schon noch eine Menge Fragen, die mich natürlich wahnsinnig interessieren. Also, ja, aber wir können ja noch die Aftershow-Fragestunde an der Bar machen. Das können wir natürlich auch machen. Wir sind ja nicht so viele, wir passen ja alle an die Bar. Das können wir natürlich auch machen. Aber wir wollen unbedingt noch den Zona Norte. Das müssen wir wirklich machen, Monika. So. Und da musst du auch noch ein bisschen was zu sagen, weil das ist natürlich, finde ich, auch faszinierend. Eine Sache ist noch ein bisschen zu kurz gekommen, dass man reist natürlich nicht nur im Raum, man reist natürlich auch in der Zeit. Ne, das war irgendwie, als ich hier den Jump Cuts gesehen habe, war das natürlich auch ein Sprung zurück in eine Zeit vor 20 Jahren. Und dieses Projekt hast du ja zwei Filme drüber gemacht. Ne? Den ersten kenne ich nicht. Aber man reist ja auch immer in der Zeit. Ne? Kambodscha vor 20 Jahren ist ein anderes Kambodscha als jetzt. Du hast das in dem Jump Cuts thematisiert, dass plötzlich dir Amerika fremd geworden ist. Das ist halt ein Raumzeitkontinuum. Ja. Ein Ort, an dem man heute ist, den wird man halt in 5 Jahren nicht mehr besuchen können, weil er nicht mehr existieren wird. Ja, meine alte Heimat, die USA, ist nach 9/11 halt ein anderes Land geworden und nicht erst durch Trump, sondern es hat sich ja lange entwickelt. In den letzten 20 Jahren ist das Land insgesamt viel, viel konservativer geworden und das hat mich ja dann auch rausgetrieben in andere Kulturen. Unter anderem eben nach Brasilien, wo ich 2 Projekte gemacht habe, 2 Filme, weil ich auch eine treue Seele bin. Ich bin dann irgendwann so eng auch befreundet mit den Menschen, über die ich Filme mache, dass ich die weiterverfolge, die Entwicklung weiterverfolge und dann auch große Lust habe, sie wieder neu zu dokumentieren und zu schauen, was ist eigentlich aus ihren Projekten geworden. Und das war der Film Erstkriegerin des Lichts über ein Projekt in der Favela von Marais in Rio, wo Straßenkinder und Kinder aus den Favelas unterrichtet werden, dass sie überhaupt eine Art Bildung bekommen, weil die Regierung die sträflich vernachlässigt in den armen Gebieten.
Und da ist dieses Projekt Projeto URE hat sich da eingesetzt und das gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Und ich bin dann nochmal zurückgefahren nach 20 Jahren, um das Projekt wieder neu zu begleiten, weil ganz viele auch sagten, das Projekt ist super, aber das steht und fällt mit den Macherinnen. Und wenn die krank werden oder sterben, wird das Projekt eingestellt und das stimmt nicht. Das ist eins der vielen nachhaltigen Nichtregierungsprojekten, die überhaupt in solchen Ländern die Gesellschaft zusammenhalten. Und da können wir gerne jetzt einen kleinen Trailer sehen, nochmal zur Anschaulichkeit. Mit Ton bitte. Mit Ton bitte. Sona Norte in... Mas não dá pra entender a cabeça do homem. O PP pra melhorar e o amarelo do sonho. O papel direcionado lá pros governantes. 7 mil homens do exército ocuparam pela manhã mais duas localidades do complexo da Maré. Com a ajuda de um mapa, a tropa fez o reconhecimento das ruas e se dividiu entre as comunidades Nova Holanda e Vila dos Pinheiros. The question of security in Brazil is still closely tied to an idea of the population as an enemy, because we have occupation by a military force. It's really unregardless of the government to put these people here in a community like that that is violent. So that's the daily life of children in Brazil. Nós ouvimos o desespero das crianças gritando nas salas de aula, policiais passando correndo, bandidos passando correndo e muito tiro mesmo. Crianças que vivem em comunidades violentas, países em guerra, as crianças nos campos da Síria, as crianças na Nigéria ou em vários lugares onde tem guerra, elas têm a memória curta afetada. E sem a memória curta trabalhada, é impossível armazenar na memória longa. Por isso é que se diz que as crianças não aprendem. E é isso que a gente faz dentro da pedagogia Uremelo. O que nós comemoramos no dia 22 de abril? Dia da Justiça do Brasil. Dia de Caminhada do Brasil. A favela é um problema social. A favela é... Das ist ja auch das Problem, was eben nicht in den Nachrichten vorkommt. In Brasilien herrscht Bürgerkrieg. Und zwar seit 30, 40 Jahren. Bürgerkrieg gegen die Menschen, die in den Favelas leben. Es werden allein im Bundesstaat Rio jeden Tag 20 bis 30 Leute umgebracht. Und das sind meistens Leute mit dunkler Hautfarbe. Und es gibt viele sogenannte verirrte Kugeln, die in der Auseinandersetzung zwischen Drogenbanden und Militärpolizei rumfliegen und jede Menge Leute töten. Und da ist kein Ende abzusehen. Das ist wirklich erschreckend. Und dadurch, dass das so ständig passiert, ist es überhaupt keine Nachricht mehr wert. Das haben wir alle mehr oder weniger, entweder wissen wir nichts drüber oder dies Wissen, ja, Normalzustand. Und so ein Projekt wie URE von der Yvonne Bezerra de Mello ist eins der vielen Projekte, die selbst organisiert sind von den Leuten, die da leben und die den Unterschied ausmachen, sonst wäre es überhaupt nicht auszuhalten. Und leider haben wir immer mehr Probleme in der Welt, sodass, als ich den ersten Film machte, hat der sehr viel ausgelöst und eine große Spendenbereitschaft auch ausgelöst, um das Projekt zu unterstützen. Mittlerweile haben wir so viele eigene Probleme vor der Haustür, dass wir uns jetzt als Deutsche um vieles andere kümmern, nicht wahr? Und die Brasilianer sind wieder... sich selbst überlassen sozusagen und müssen schauen, dass sie ihre Zivilgesellschaft anders bauen. Es wird langsam, ist mehr Bewusstsein da, aber das dauert, ne? Was du eben auch meintest. Das ist ein ganz langsamer Prozess. Also ich finde das manchmal, das wird dir sicherlich nicht anders gehen, weil du ja sagst, du hast auch dir ist auch der aktivistische Ansatz wichtig.
Das ist für mich, also ich finde, Reisen ist auch immer traurig, muss man auch sagen. Ich bin ganz schlecht im Abschied nehmen, aber auch natürlich, ja, man selbst ist so wahnsinnig privilegiert. Ne? Mir ist es aufgefallen bei dieser Hamburg-Shanghai-Reise. In jedem Land hatte ich so intensive Begegnungen und dann kann ich zur Grenze gehen und zeige diesen unglaublich geilen Pass, mit dem ich überall rein und raus komme. Es gibt ja ganz wenig Pässe, mit denen man überall rein und raus kommt. Ne? Und ich komme dann einfach so über die Grenze. Ich auch denke so, und jetzt lasse ich all diese Leute zurück. Irgendwie in Teheran wollten sie damals alle irgendwie nach Schweden auswandern. Also das war 2010, da war eben Schweden das Land mit den offenen Grenzen. So. Jetzt heutzutage in Afrika wollen sie natürlich alle nach Deutschland. Und du bist so privilegiert. Und es macht einen auch irgendwie so hilflos. Und gerade wenn man dann auch sieht, die Dinge sind so komplex. Ne? Es gibt eben nicht einen Schuldigen. Also weder der Kolonialismus, noch der Klimawandel, noch dies, noch das. Es ist irgendwie eine Gemengelage. Ja, man ist so hilflos, ne? Wie diese Sachen, die ich beschrieb. Da hast du mit jemandem, mit dem du so eng dich seelenverwandt fühlst. Und dann sagt er dir plötzlich, ja, Schwule sind des Teufels. Oder in Äthiopien waren wir bei einem Stamm. Da war ich mit meinem Kumpel unterwegs. Da geht nie jemand hin, weil die sind nicht hübsch und bunt oder so. Die haben sich so gefreut. Wir sitzen also mit allen auf dem Dorfplatz und trinken Kaffee aus so einer großen Kalebasse. Und wir befragen einander nach unseren jeweils den Kulturen. Und die Begegnung ist also so eine Begegnung, die man irgendwie beim Reisen sich wünscht. Du hast sofort dein Herz verloren und bist so ganz beglückt. Und es hat eine so tolle Energie, auch von einer Gegenseitigkeit. Und zum Abschied sagen sie, ach schade, dass ihr nicht länger bleibt. Mensch, in 10 Tagen haben wir das größte Fest des Jahres. Da schnippeln wir all unseren kleinen Mädchen halt die Genitalien raus. Und du denkst so, ja, schade, ich wäre so gern dabei gewesen. Nein, nein, nein. Es ist schwierig, ne? Es ist schwierig, sich zu verhalten und solche Dinge dann auch auszuhalten. Ich glaube, das ist auch nicht lösbar beim Reisen, wie es eben natürlich auch nicht lösbar ist. Ja, du möchtest gerne irgendwie, natürlich möchtest du irgendwie die Umwelt erhalten. Auf der anderen Seite wird irgendwie die Umwelt eben auch platt gemacht, damit sich all die Menschen ernähren können. Wir sind viel zu viele Menschen. Möchtest du, dass all diese wahnsinnig liebenswerten Menschen jetzt mal in ein paar Millionen Ausmaßen wegsterben? Nein, willst du auch nicht. Also du bist ständig du nimmst ständig mehr Dilemmata mit nach Hause. Also ich habe eine große Fotosammlung, ich habe noch eine größere Dilemmata-Sammlung. Aber ich denke auch, das gehört dazu beim Reisen, dass das etwas ist, diese ganzen nicht auflösbaren Widersprüche mitzunehmen, weil die Welt ist halt gleichzeitig schön und schrecklich und unglaublich widersprüchlich. Und trotzdem hast du den Abend nicht genannt, die Schönheit und Schrecklichkeit des Reisens, sondern die Schönheit. Und die Frage, die ich mir überlegt habe, ob man mit sowas startet, die stelle ich jetzt zum Schluss. Tina, als du mir mal gesagt hast, und da ging es Anfang jetzt Herbst und niemand sollte heizen, du warst bei dir zu Hause, ich war bei mir zu Hause, wir haben uns darüber unterhalten, wie die Zimmertemperatur so ist. Und dann hast du gesagt, ich bin doch so jemand, der so leicht friert. Ne? Und da ist mir wirklich fast der Hörer aus der Hand gefallen. Das kann gar nicht sein. Weil ich weiß doch, Tina Übel ist die Frau, die keinen Schmerz empfindet, die alles isst, die überall hingeht, die nichts gefährlich findet, der ist nie kalt, der ist nie heiß, die ist total tauglich zu Wasser, zu Land und in der Luft. Und plötzlich höre ich von dir, eigentlich bin ich jemand, der immer friert. Ja. Also dir wurde das dann ja jetzt auch, dieses extreme Reisen, das du betreibst, gar nicht unbedingt nur in die Wiege gelegt von deinen... Es ist halt so wahnsinnig schön da, wo es kalt ist, da muss ich halt ein bisschen frieren. Hilft ja nichts. Aber hast du das gedacht, dass du jemand sein wirst, der so reist, reisen will und muss? Es ist umgekehrt. Es war schon als Kind so, ich hatte so Barbie-Puppen irgendwie, aber die haben jetzt sich nie mit Ken getroffen, haben auch nie Klamotten angezogen, hatten sie gar keine Zeit für. Die waren ständig am Nordpol unterwegs, am Amazonas. Ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um zu verstehen, dass es Leute gibt, die diesen wahnsinnigen Drang zu reisen gar nicht haben. Das habe ich wirklich... Für mich ist das so selbstverständlich, ich habe das inzwischen intellektuell durchschaut, dass es Leute gibt, die nicht reisen müssen, aber trotzdem, wenn mir jemand, und ich habe gute Freunde, auch smarte, tolle Menschen, die ich liebe, aber das mit dem Reisen haben sie halt nicht. Wenn mir jemand gegenüber sitzt und sagt irgendwie, ach nee, ich muss nicht reisen, es hört sich an wie, ach nee, atmen habe ich nicht so ein Interesse daran. Also
Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie, mir war von Anfang an klar, dass es das Wichtigste im Leben Reisen ist. Da guckst du, ne? Ja, klar, gucke ich. Hoffentlich gucke ich, aber von Anfang an, da gucke ich. Weil ich mich immer bei allen frage, wo der Anfang ist, Monika. Der Anfang? Na, zu was? Ich meine, wo ist dein Anfang mit dem Reisen? Wenn du jetzt heute hier sitzt und sagst, verrückt, ich habe jetzt gerade eine Diskussion über das Thema, die Schönheit, die Schönheit des Reisens. Ich erzähle den Leuten hier, was ich für Projekte mache in der ganzen Welt. Wundert dich das manchmal oder sagst du, ja, klar? Yes, ich wundere mich schon und ich freue mich auch total darüber, weil das war ja alles gar nicht geplant. Ich bin ja nicht jemand, der irgendwie eine Karriere oder was geplant hat. Ich werde Regisseurin, Filmemacherin, Produzentin. Es hat sich alles organisch entwickelt. Und die ersten Filme, die in Deutschland gezeigt wurden, auch der erste Film, der in Deutschland gedreht wurde, zusammen mit meiner Partnerin Elfi Mikesh damals, wir waren ein offen lesbisches Paar in den Anfang der 80er Jahre und es war zu früh. Die Leute haben das noch nicht verarbeiten können. Also es war, was sind denn das für welche? Dann machen sie noch einen Film über sadomasochistische Fantasien. Was ist denn jetzt los? Wir haben Prügel bekommen und der Film hatte mehr schlechte Kritiken als Zuschauer. Und dann, und dann auf einmal gab es es regnete Einladungen aus dem Ausland, USA, England, Kanada, Australien, die haben den Film gekauft, Japan. Und dann habe ich gedacht, ich bin doch keine Masochistin, jetzt gehe ich dahin, wo meine Arbeit geschätzt wird. Und dann ging es los. Das ist einfach so passiert. Deutschland hat mir die kalte Schulter gezeigt und verschiedene Kulturen haben gesagt, hey, komm mal her, wir zeigen deine Arbeit, komm. Und da habe ich mich nicht zweimal bitten lassen. Das war halt irgendwie organisch. Ne? Und dann ging es weiter. Und dann kam Einladung aus Indien und sonst woher. Und das ist eigentlich auch immer nach kultureller Lage. Ne? Also Länder, wo die Frauenbewegung ein bisschen später gekommen ist, also vielleicht Türkei. Ich bin jetzt sehr oft in die Türkei eingeladen worden, weil da die Frauenbewegung total stark ist. Und da diese Filme jetzt auch nochmal ein ganz neues Leben haben. Auch die älteren Filme. Und das ist, also ich freue mich total, also ich kann sagen, die Schönheit des Berufs eigentlich, die dann von einem schlechten Anfang sich weiter bewegt hat in, hey, es gibt da eine Welt, die anders funktioniert, andere Kulturen, die anders wahrnehmen, die anders sehen und das hat mir einen riesen Horizont eröffnet. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich quasi aus Deutschland rausgetrieben wurde. Das war das schönste Geschenk eigentlich. Vielen Dank, die Zeit, Kritiker, die geschrieben haben, dieser Film vernichtet das Kino und was ich alles zu hören bekommen habe. Das war, vielen Dank. Alte weiße Männer, die das damals waren. Ja, Tina hat sich, also ich habe das mit dieser Barbie-Ken-Nummer nicht ganz durchdrungen, aber du hast dich irgendwie selber da vertrieben aus dieser... es war tatsächlich, also das eine der ersten Erinnerungen, bevor ich lesen konnte, ich konnte sehr früh lesen, ich hatte ein Tom Sawyer-Hörspiel und es war so eine meiner ersten Obsessionen, ich wollte Huckleberry Finn sein, ich wollte ein Vagabund sein, ich wollte unbedingt auf den Zugdächern reisen und das kommt komischerweise gar nicht vor bei Huckleberry Finn, aber ich hatte irgendwie schon diese Hobo-Connection irgendwie gemacht, muss ich 4 oder so gewesen sein, war dann ein großer Moment, als ich das erste Mal auf dem Zugdach reiste. Aber es war tatsächlich immer schon da. Es war immer schon da und es wurde natürlich immer konkreter mit den Reisegeschichten. Und komischerweise, meine Eltern sind keine großen Reisenden gewesen. Also es war nicht so, dass ich das mitgekriegt hätte, dass meine Eltern auf Reisen nicht mitgenommen werden, sondern es ist irgendwie, es ist tatsächlich immer ein Teil von mir gewesen, wie atmen war. Das also nicht der Wunsch, sondern auch wirklich irgendwie dieses Reisen müssen.
Ich finde es ja toll, dass die deutsche Sprache das Wort Fernweh hat. Ne? Das hat ja nun auch nicht jede Sprache, weil es eben auch der wirklich eine physische Geschichte ist. Und ich kann es nicht erklären. Ich bin sonderbar. Du guckst auch schon so, als ob ich sonderbar wäre. So, nein, überhaupt. Ich bin geblendet von diesem Scheinwerfer. Nein, ich denke, ich kann es nicht erklären. Aber ich hab noch eine schöne kleine Geschichte dazu. Zu dem Thema, dass eben Reisen etwas ist, was gar nicht mal unbedingt mit dem exotischen Ziel auch nur zu tun hat, sondern auch mit dem mit der Fähigkeit, die Welt anders zu sehen. Ich habe einen anderen Freund, den halte ich für einen ganz großen Reisenden. Der ist zwar auch einmal um die Welt gefahren, aber der macht solche Sachen, das geht alles in Richtung, na, wer im Schwarzwald nichts erlebt, wird aus dem Kongo nichts erzählen haben. Der hat sich irgendwann mal gesagt, ich gehe jetzt von Nord nach Süd durch Deutschland, vom nördlichsten Punkt zum südlichsten. Das war bevor Wandern fashionable wurde. Dann hat er das gemacht. Und dann hat er 7 Jahre später gesagt, jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und zwar 7 Kilometer weiter links. Und der macht solche Sachen. Ich finde, auch das ist eine, ne, also wem es zu schnell zu heiß oder zu kalt wird, auch das ist eine Art zu reisen. Und das Tollste, also das ist der einzige echte Robinson, den ich kenne. Das Tollste, was er gemacht hat, der ist aus Kassel, wohnt aber in Hamburg, ist also auf diese Autobahn gefahren. Und dann ist es ihm aufgefallen, was wahrscheinlich 100.000 Leute noch nie aufgefallen ist, dass sich irgendwann auf 4 Kilometern die beiden Autobahnspuren trennen. Und auf einer Breite von, ich weiß nicht, 500 Meter. Und da ist ihm aufgefallen, dazwischen liegt sowas wie Madagaskar, ein Kontinent, der nie betreten wurde. Und dann ist er tatsächlich irgendwie, ist er auf diese Insel von der Autobahn, die völlig abgeschnitten ist, auf diese Insel gegangen und hat dann irgendwie, weiß nicht, 4, 5 Tage auf dieser Insel kampiert, dieser Verkehrsinsel, die dann abgeschnitten ist. Und ich finde, das sind tolle Sachen auch zum Thema, es muss nicht immer nur die Exotik sein, sondern Reisen beginnt im Kopf mit der Bereitschaft, irgendwie die Welt ganz anders zu sehen, sich auszusetzen, zu erleben und im Zweifelsfall eben daran zu glauben, dass 7 Kilometer weiter links die Welt ganz anders ist. Und das beschäftigt mich sehr, weil ich finde, auch das ist ein Aspekt. Für mich ist auch das Reisen und für mich ist das ein Beispiel dafür, wie das Reisen im Kopf stattfindet. Und wenn man nicht den Kopf hat, den er hat, dann kann man auch irgendwie nach Somaliland reisen und nichts wirklich sehen, außer die Selfie-Kulisse vor dem Kamel. Ja. Monika? Well, vielleicht können wir mal schauen, ob unsere Mitmenschen Fragen haben oder Kommentare. Das würde mich interessieren. Wir werden aber den Stream beenden an dieser Stelle. Okay. Wir können das sehr, sehr gerne. Dann ja, aber wollen wir das nicht an der Bar machen? Das ist ein bisschen netter. Wir passen doch irgendwie. Weil hier sind sie alle so weit weg und sitzen so im Dunkeln. Also netter ist es an der Bar. Das ärgert auch diejenigen, die jetzt nicht live hier sind, sondern hallo, Bildschirme, natürlich noch mehr. Also, wir gehen an die Bar. Ja. Ich danke euch. Können wir auch machen, wir können auch in den Raum gehen. Dort. Ja, ich wollte nur ein bisschen Neid säen. Also, wir gehen dorthin, wo es was zu trinken gibt und nett ist miteinander. Unterhalten uns und nehmen die Kamera nicht mit. Damit alle Zuschauer, die am Bildschirm sind, das nächste Mal persönlich vorbeikommen. Genau. All right. Vielen Dank, gut. Monika Treut und Tina Danke. Übel.